Herzlich willkommen zu einem weiteren Part Final Fantasy 9. Wir sind in der Hochburg Ebersen und da, ich denke mal, bis jetzt nicht so unheimlich viel zu, ja, also keine großartigen Dialoge zu erwarten sind, sondern wir natürlich uns hier eher mit Kämpfen beschäftigen werden. Ich muss mal gucken, ob wir ihn mit ihm hier noch knocken. Ah, da haben wir noch das einmal kurz. Das brauchen wir aber nicht vorlesen, das hatten wir dann im letzten Part schon, ja, bla bla. Eigentlich bin ich dann immer so sehr darauf bedacht, dann natürlich zu dieser Malunkes Grotte zu gehen. Ihr kennt mich. Aber ich denke mal, heute wird so ein bisschen Umi das Steuer übernehmen, wird ein bisschen mehr zu erzählen, was ich vielleicht so ein bisschen weiß über dieses Spiel. Und ich gebe erstmal ab, so ein bisschen, ich bin so im Hintergrund ein bisschen zu hören. Aber ja, das darfst du heute mal ganz alleine mal entscheiden. Oh Gott, du musst dich ja nicht aufsetzen, du kannst einfach nur das Mikro auf dich, weil du sowieso keine Musik hören wirst. Das ist auch für mich natürlich sehr interessant, das einfach jetzt mal so zu haben, dass ich dieses Mikro halt nicht aufhabe. Und weißt du denn überhaupt noch, wo wir hier hin müssen, was wir so ein bisschen ja, machen müssen? Ich wiederhole nochmal, du weißt, dass mein Erinnerungsvermögen verdammt schlecht ist. Ich kann mich an Burg Ibsen gerade überhaupt nicht erinnern. Ich habe immer so spontan Ideen, also spontan fällt es mir vielleicht was ein. Aber ich kann mich ehrlich gesagt echt kaum noch was dran erinnern. Also ich mache das immer so, ich erzähle immer so, was ich mache, aber also ich glaube, da jetzt hoch und runter, das ist natürlich nicht. Nein, ich soll nicht kommentieren, wie du hoch und runter läufst. Nein. Sondern einfach so ein bisschen, ja, ich weiß es gar nicht mal. Auf jeden Fall weiß ich hier auf jeden Fall jetzt hier, dass ich nicht großartig weiterkomme. Ich weiß es, ich würde ganz gerne zu der Küste, da kommt, ich glaube schon ein. Oh. Und da ist schon unser erster Kampf. Neue Gegner sehen wir jetzt hier. Wir sind ein bisschen gespannt. Ist ja eigentlich auch gefallen, dass an dem wunderschönen Mikro, er wird es wirklich eventuell hören. Das sind jetzt irgendwelche witzigen von den Katzen die Haare sind. So sehe ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, ich habe schon mal irgendwas gesehen. Naja, also die Mikrofone, die von drei Parts, natürlich nur zwei Parts vorher gesagt. Oh, ein Ariman. Kennst du den auch noch? Natürlich. Woher kennst du den? Den gibt es doch in jedem Teil. In jedem Teil. Bin ich sogar mitgekommen. Und was haben wir nochmal gemacht, wo wir die Kombo getreten haben, weiß ich noch? Wir haben uns auf jeden Fall getrennt von einem Mitglied kurzzeitig. Das habe ich schon wieder vergessen. Ja, cool, daran kann ich mich überhaupt noch erinnern. Du hast einen Anflug von Tod. Ja, mal schauen, was Mahagun so alleine für sich macht, während wir da vor dem Trink sterben oder Ariman sterben. Mal schauen, was er da drauf kommt. Naja, komm. Ja, das ist aber wenig Schaden. Ich muss die Garde dann kopieren. Ja, du. Achso, ach, ja, okay. Gut, bei Instant Death. Nee, der hat noch gefunden. Und Lilly hat noch wunderbar. Also wie gesagt, ihr werdet mich so ein bisschen leiser natürlich, wenn ihr so ein bisschen hat. Ich habe leider noch kein Tischmikro. Das wird natürlich in der Zeit auch nicht passieren, da ich natürlich so ein bisschen erstmal auf dem, also erstmal den Computer jetzt fertig machen will. Dann möchte ich noch ganz gerne das. Ah, ich würde gerne diese Truhe haben. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob wir. Also sie war halt beispielsweise, die hat mich so ein bisschen an Dürer, wenn ihr das noch sagt. Ich denke, ihr könnt es dann nicht erinnern, sondern gehen wir mal oben weiter. Du kannst, also ich kann mich darin überhaupt nicht mehr erinnern. Was war das denn da? Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube, in einer gewissen Zeit nicht. Sonst würde ja eine Zeit ablaufen. Aber naja, was ist es? Ist ja nicht schlimm. Dafür ist es jetzt ein bisschen halbblind. Okay. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin immer lustig, wieder untersucht. Guck mal nach hinten. Schlagen mal dagegen.
auch tatsächlich nicht an Ruhe nachdenken. Also ich habe so ein bisschen, glaube ich, gelesen, muss ich mir das geschehen, weil doch aber an sieht man dann doch mal, wenn man jetzt mal was jetzt mit der Arbeit ist. Ich würde nochmal untersuchen. Nehmen. Ich meine, es wird ja, oder wird es weniger, dass das der aussuchen kann. Irgendwie nicht. Nee. Dann gucken wir noch ein bisschen weiter um. Also ich weiß, dass ich das irgendwann mal öffne, aber wie und was und warum? Ja, es ist halt auch. Ah. Dann gucken wir uns erstmal um. Jetzt haben wir ganz andere Seiten auf. Einmal mit dem Kopf durch die Wand, bitte. Der hat auch nichts gehört. Volle Kamera drehen. Achso, das war das Bild auf ihm. Egal, man kann ja noch mal. Vielleicht braucht er auf jeden Fall eine Pause, weil ich den Ball gebrochen habe. Also, das ist wieder. Achso, ich bin aber bestimmt der Schalter, genau. Ah, was ist denn jetzt los? Ein Barett von mir. Nur für das Barett sind wir jetzt da hingegangen, ne? Naja, na gut. Gibt es hier noch irgendwie was? Nein, eigentlich nicht. Ich bin mir total unsicher, was ich mache. Okay. Also wir versuchen erstmal das so zu machen. Wir wollen Mahago natürlich, also ich zumindest will Mahago natürlich gerne schlagen. Oh nein. Tja, besser zu spät als gar nicht. Aber der Sieg geht trotzdem an mich. Wie ich vermutet habe. Die anderen sind hier nur ein Klotz am Bein. So hattest du gegen mich natürlich nie eine Chance, Zidane. Und? Hast du den Schlüssel nun gefunden oder nicht? Ich denke, diese Wand da ist der Schlüssel. Bin aber nicht ganz schlau daraus geworden. Aber was kümmert mich das? Was meinst du denn jetzt schon wieder? Jetzt, wo ich weiß, dass mein Weg der richtige ist, habe ich keinen Grund mehr, dir zu folgen. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, stehen wir uns vielleicht im Kampf gegenüber. Bis die Tage. Tja, und da haben wir wohl Mahagon verloren. Und weg ist er. Aber es ist sein Leben, oder? Wenn er damit zufrieden ist, dann soll er doch. Wir sollten uns beeilen. Tja, haben wir jetzt Mahagon für immer und ewig verloren? Wer weiß das schon? Wir gucken uns natürlich auch dieses Ding dann einfach einmal an. Aber hallo, da steht ja was geschrieben. Meine Kraft wird durch ewiges Beben in den Tiefen der Erde beschützt. Ohne Witz, ich weiß nicht, was ich hier mache, aber eine Karte deiner Traum oder was? Ohne Scheiß, ich weiß nicht mal, was ich da gerade mache. Hier auch. Ob ich den totalen Bullshit machen kann? Ja. Auf jeden Fall weiß ich schon, wo das ist. Da bin ich schon mal drüber gefunden. Spiegel der Wasser. Wenn es ein Spiegel ist, könnte es Feuer oder so sein. Also, wir haben ja Wasser, Licht. Oder ein Krater. Ja. Und Spiegel Feuer erhalten. Aber hat sich jetzt irgendwas getan? Ja. Oh. Okay, wir haben, was wir wollten. Kein Grund also, hier noch länger herumzuhängen. Du hast dir das ja gar nicht lange angeschaut. Stand da irgendetwas von Interesse? Aber ich glaube, Hilda hatte recht. Diese Teile an der Wand sind bestimmt der Schlüssel, um das Siegel zu brechen. Egal, das können wir alles draußen austüfteln. Jetzt erstmal schnell wieder an die frische Luft. Setzt die Spiegel wieder ein. Wer ist denn da? Der Energiefluss ist unterbrochen. Der wichtige Energiefluss nach Terra. Seid ihr diejenigen, die Terra stören? Was ist das denn für ein Viech? Ich bin der Lama Nitaut. Noch einmal, setzt sich Spiegel wieder ein. Du kannst herumbrüllen, wie du lustig bist, aber die Spiegel gehen mir nicht mehr aus der Hand. Wie ihr wollt, dann werde ich sie mir eben zurückholen.
Frusttime! Hey! Yay! Naja, mal gucken, was der Gute drauf hat. Wir müssen auf jeden Fall mit Sinan eben klauen. Und auch für diesen Kampf gilt es ja, dass es so ist, dass es andersrum ist. Wir sind ja immer noch in der Hochburg-Epi. Machen wir das mal so. Also es wird jetzt eine kleine Zeit, ihr wisst, ich möchte mal das gerne mal alles klauen, das wissen meine Zuschauer. Das ist das immer sehr bedachter, was dann meisten Sachen immer mitzubringen. Naja, das ist wirklich. Naja, aber wirklich nur hier in diesem Bereich. Also darf man ja auch angreifen. Und wir müssen wieder heim. Nett. Entschuldigung. Ja, wir haben vorhin ein bisschen gesprochen, was ich mal gesagt habe. Ja, benutzt du die immer sehr oft das Wort nice. Ich liebe das Wort nice. Ja, ich kann es gerne. Really hate it. Aber, ja. Dafür habe ich die Lilia mitgebracht. Ich werde das ein bisschen jetzt verschnellern, weil wir wissen ja, wir machen immer nur dasselbe. Die Kriegskralle. Das ist eine Tiefkralle. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass wir mit Tina gleich auch ein Update nehmen. Sonst ist er wahrscheinlich irgendwo tot. So, das wird jetzt nochmal ein bisschen. Sind wir gleich mit den anderen Leuten auch wieder. Also es ist immer recht langweilig. Darum mache ich das so weiter. Einfach mal schauen. Gehen wir jetzt gleich nochmal an, was wir noch abrufen können. So, das heißt jetzt, wir werden jetzt einmal runterfahren. Also, er darf so mit Eis angreifen. Weil, wir wissen ja, wir sind immer noch in der Hochschule. Ja, so ist es passiert, dass ich oder ist es vielleicht tatsächlich aufgehoben? Wie sieht das so aus? Ne? Du darfst gerne was sagen, so das ist die ganze Zeit. Also das ist tatsächlich der Unterschied. Beispielsweise ich bin das ein bisschen gewohnt zu schwabbeln und zu kribbeln, bis die Bienen da, die Balken liegen. Balken liegen. Das ist mir natürlich noch nicht, da muss ich natürlich ein bisschen. Also ich schaue hier gerne zu, wie du gerade so, wie die so erstmal zum Schlafen legst. Also bist du erschöpft? Ich wache mir wieder auf. Es ist nur temporär. Ich bin dann so ein bisschen erschrocken, ob jetzt irgendwie das falsche Ausdruck ist, das falsche Ausdruck ist. Aber ich bin dann auch nicht mehr ehrlich. Da müsst ihr ein bisschen mehr reinhauen, dann muss er das ein bisschen für uns regeln. Sehr gute Idee. Ja, manchmal muss man auch vor den Kraft. Ja, würde ich fast sagen. Also Bibi greift auf jeden Fall definitiv mit Biff gar an. Geht ja. Super. Nee, die müssen endlich die Chance kommen. Aber ist nicht schlimm. Ich muss mal weiter. Geschichte sein, der gute Mann. Oder auch nicht. Aber wenn man noch ein bisschen geschrieben. So, gehen wir mal weitermachen. Ich bin natürlich auch ganz wichtig, dass wir lernen. Wenn man also wirklich mal das Geld. Ewigkeit, da haben wir nur noch mal so was vor, wenn man ja noch.
ging alle wieder so auf, vermutlich, weil alle so, lustig aus, wie die so, auf Highspeed getrimmt sind. Ja, das ist man gar nicht so gewohnt. Aber ruhig mal ein bisschen schneller als... Ich hab mich erschrocken. Ich glaub, Vivi braucht mal weiter. Hey, noch rechtzeitig geschafft, bevor wir Vivi MP aufgebrochen sind. Magic Point. So, wir sind natürlich oder weiter. Das Gute ist, Magic Points kann man auch ganz gut ins Deutschland übernehmen. Einer ist alle. Alle sind einer. Ihr könnt das Siegel nicht brechen. Das war ihr Husten. So, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen muss. Ich werde erstmal zurücklaufen, erstmal so ein bisschen gucken. Und natürlich ist es kein Geheimnis, ich spiele das jetzt ja nicht blind oder was. Oder auch die ganzen anderen Leute, die spielen das ja nicht blind, wenn die mich, also wenn die das schon gesehen haben. Also ist das ja nicht das neueste Spiel auf der Welt. Von daher können wir ruhig auch so ein bisschen, ja, auf dem Nebenkästchen würde ich jetzt nicht sagen, plaudern, aber es ist halt kein. Gehen wir erstmal da weiter hoch. Ist ja erstmal egal, wir können ja erstmal ein bisschen weiter laden. Toll. Bei denselben Raum. Zurück brauchen wir natürlich nicht hin. Wir wollen erstmal woanders hin. Zack, noch mal weiter hoch. Da gehen wir erstmal weiter runter. Gehen erstmal. Wir haben ja noch viele andere Optionen, die wir gehen können, oder? Wir sind ja schon da. Genau, richtig. Das war. Und da ist auch noch mal ein Fragezeichen. Da kannst du auch mal hochkommen. Von da sind wir gekommen, aber oben waren wir nicht. Oben waren wir nicht. Gut, dann gehen wir jetzt nach oben. Genau, schauen wir mal nach oben. Ganz hoch. Erstmal. Ah, da kommt es nicht weiter. Das ist diese Brücke. Ach so, rechts oder links? Schauen wir mal. Na, Kiste! Eine Kiste. Einen Jagdspeer erhalten. Jetzt gehen wir natürlich noch mal einmal auf die linke Seite. Moment. Zurück. Und weiter. Wieder hoch. Ach, ich komme mal noch rechts mal. Ey! Streiten. Das natürlich alles, naja, es sind alle so ein bisschen scheiße, was ich will. Aber natürlich ist das auch so gemünzt. Es wird natürlich auch so gemünzt, dass... Ach nee, das ist ja doch da oben. Ja. So, liebe Leute, nein, das ist halt auch so gut. Oh, müsste sich auch mal ein bisschen kabbeln. So, und dann sind wir natürlich wieder hier, wo wir so ein bisschen langsamer spielen. Die Leute hören mich nicht, du musst mich ein bisschen zu mir rüberbringen. Ah ja, wir kuscheln mal ein bisschen. Okay, dann sind wir immer noch nicht an den, an das Ding da kommen. Ja, die haben auch eine Zeit auf, so zum Streiten, oder? Tank-Tong, Tank-Tong! Das Ding ist gerade echt niedlich. Hey, alles in Ordnung? Da war auf einmal dieses Loch. Ich bin ganz schön erschrocken. Als wir kamen, ist nichts passiert. Aber auf dem Weg nach draußen schnappt sie plötzlich zu. Schon eine merkwürdige Falle. Tja. Madame. Okay, ich überlege mal eine Weile. Ich bin natürlich nicht so gut bei den männlichen Stimmen, aber egal. Was machen wir uns eigentlich einen Kopf? Hauptsache, uns ist nichts passiert, oder nicht? Lasst uns rausgehen. Draußen warten schon alle.
runter, dann laufen wir mal raus. Und wir laufen, laufen. Hm? Moment. War da schon... Haben wir das eben geöffnet gehabt, das Dach? Ja, ne? Ja, das haben wir geöffnet. Aber war dann die Treppe nach da oben auch schon? Nee, war sie noch nicht. Also zumindest bei... Aber das hatte was mit dem... Das hatte was mit dem Glocken da. Ah, Ende des Spiels. Ah, so, da haben wir einen Kerberos. Ich spiele jetzt nicht. Ja, ich das hier. Ja. Brauchst du auch noch von dem Fahren oder einfach nur andere? Nö, das ist immer anders. Du sollst mich hier nicht. Ja, wo haben wir 2000, denke ich, nicht so. Na gut, das ist ja auch ein PlayStation-Spiel, mal davon ganz abgesehen. Ja. Ich spiele, wie ihr alle ja wisst, auch mit dem... Warte mal, wir gehen mal eben kurz zu dem Moritz zurück, weil da können wir nämlich ein kostengünstiges Feld benutzen, anstatt einen Ether zu verbrauchen. Da bin ich ja immer etwas... so, ein Feld, jawohl. Zelt kostet nur 500 Ether, weiß ich gar nicht mal, wie viel der kostet. Und wer, natürlich, also ganz ehrlich mal, wenn ich in diesem kleinen Zelt einschlagen würde und rausgehen würde, Augen noch halb zu, ich würde wahrscheinlich irgendwie so sein. Also seien wir doch mal alle ganz, ganz ehrlich zueinander. Also ich hätte ganz gerne noch ein bisschen irgendwie einkaufen. Ja, weil, also ich bin immer so, ich habe auch schon gesagt, ich bin immer so der Mensch, das ist immer so ein bisschen mausern alles. Ja, sehe ich gerade, sehr viel. Nö, aber ansonsten geht es eigentlich, finde ich. So. Gibt es ja keinen Brief, oder? Nee, wir hatten wir schon letztes Mal. So, ich wollte eigentlich noch, bevor wir rausgehen, wollte ich eigentlich noch gerne noch mal einmal hier ranspringen. Und nach oben gehen. Oben ist ja auch noch ein Weg. Ich weiß leider nicht mehr, wohin es da geht tatsächlich. Nö. Ui. Aber ich irgendwie haben wir noch was da. Also ich bin so ein bisschen... Ich glaube, wir sind auch nicht fertig. Wir sind auch noch nicht fertig. Aber ich glaube, das wird sich gleich draußen erklären. Ja, eventuell. Ich weiß es nicht. Hm. Echt. Naja, gut. Dann gehen wir einfach mal raus. Und schauen, was da passiert. Tut mir leid, Leute. Hat ein bisschen gedauert. Also hat letzten Endes sie dann gewonnen, oder? Hä? Ist er denn nicht vor uns rausgekommen? Er stand schon vor dieser einen Wand, als wir ankamen, und hat uns groß was von seinem Sieg erzählt. Und dann sagte er was von bis die Tage und haute irgendwo ab. Wohin? Oder hat es etwa gar nicht nach draußen geschafft? Seid so gut und wartet bitte hier. Ich gehe ihn schnell mal suchen. Tja, jetzt ist sie dann auf eigener Mission ganz alleine. Ja, aber wie schon gesagt, bevor wir da jetzt, also wir sind wirklich jetzt ganz auf uns alleine gestellt. Bevor wir aber irgendwie was machen, werde ich erstmal zum Mori gelaufen, denn der Part ist nämlich über. Wir haben ja eigentlich normalerweise, peile ich ja immer so 20 Minuten an, jetzt sind wir schon etwas drüber. Das letzte Wort ist natürlich immer von meinem Gast. Heute, jetzt, also sie hat mich heute, muss man dazu sagen, schon den ganzen Tag gesagt, nehmen wir heute wieder auf. Du, und nehmen wir heute wieder auf. Und jetzt darf sie auch gerne ein längeres, Ja klar, das darf ich natürlich wieder sagen, weil ich ja so das gerne das letzte Wort habe. Eigentlich nicht so gerne, aber egal. Ich hoffe, euch hat's gefallen, das bisschen, was ihr heute zu sehen gekriegt habt. Rohiba freut sich bestimmt auch, wenn ihr sie liked. Und falls ihr noch nicht Abonnenten von ihr seid, abonniert sie, wenn ihr wollt. Das ist ja immer noch euch überlassen. Wir wollen ja nicht die Leute zwängen. Abonniert sie! liked sie, folgt ihr, stalkt sie auf YouTube. ich nenne das immer so spaßhalber natürlich. Also
Nicht wortwörtlich primieren, Leute. Ja, und ja, das war's dann noch. Tschüss, schönen Tag noch euch. Tschüss!